Guten Morgen, ihr Lieben. Also hier ist gerade morgen. Keine Ahnung, was gerade bei euch so abgeht. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal die Kamera an, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Also ich habe schon alle Kinder abgeliefert und war schon mit dem Hund draußen. Und jetzt geht so mein Tag los. Ich habe heute, bevor ich alles gemacht habe, sonst gar nichts geschafft. Ich habe Ohrringe an. Das war's aber auch schon. Ich mache jetzt so, was ich gerade immer so mache und werde euch dann mitnehmen durch meinen Vormittag. Heute steht auf dem Plan ein Video filmen, ein Video schneiden, Haushalt und ein bisschen Papierkram, denn bei uns sind ab morgen 4 Tage frei, also Feiertag und Brückentag und danach und da drin meine ich auch noch einen Kindergeburtstag. Was ich jetzt benutzt habe, ist hier von InnoNature das Glow Serum mit Vitamin C, Kurkuma und Sanddorn. Das ist ganz cool, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Jetzt muss ich nochmal, weil das ist so Gold. Seht ihr das? Durch das Kurkuma. Und das macht so ein bisschen so sommerlich, habe ich mir noch ein bisschen mehr als sonst, das macht so ein bisschen braun und so ein bisschen Glow. Fast schon wie ein Highlighter, aber ist halt super pflegend ohne Schrott. Was ich dann benutze, haben auch immer viele gefragt, aktuell benutze ich von Alverde das Make-up. Das ist nämlich eigentlich von Foundation und Concealer gleichzeitig. Das kommt hier in so einem Gerät. Mache ich mir immer hier so ein bisschen. Zap, didap, zap, 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 zap. Und dann verteile ich das mit einem Pinsel. Super professional. Das bin ich. So, ansonsten werde ich euch gleich mal so ein bisschen zeigen, was es wie immer Neues gibt. Wir leben immer noch komplett auf der Baustelle, aber es hat sich einiges verändert. Und es gibt, wie fast jede Woche, ne, es sind immer so, so ein paar Ecken, gefühlt jeden Tag eine neue Ecke, die irgendwie so ein bisschen besser wird. Ganz unten in der Küche ist, glaube ich, die größte Veränderung und dieser gruselige Raum. Kennt ihr noch den gruseligen Raum mit der Durchreiche und dem Wandschrank? Da ist was Spannendes passiert. Das zeige ich euch gleich. So, was ich immer mache, ist einfach diese Foundation von Alverde aufzutragen. Dann male ich mir ein bisschen Augenbrauen dazu, wo ich keine habe, weil ich mir die in den 2000ern wie alle ganz kurz gezupft habe, also nicht kurz, so dünn und die seitdem auch nicht mehr nachwachsen. Also es kommt ja die komplette Mode, also die Mädels, die sind ja jetzt die Teenies, die sind komplett so angezogen wie wir früher, aber ich hoffe, das mit den Augenbrauen kommt niemals mehr zurück. Das war's eigentlich schon. Ne? Ein bisschen Lipgloss, kann nie schaden. Und sonst, wenn ich so rumhänge, vielleicht noch ein bisschen Wimperntusche. Ich habe jetzt hier, das kann ich euch mal empfehlen, ich denke viel besser dran, mein Vitamin D und sowas zu nehmen, wenn ich das bei der Schminke stehen habe, ne? Da ich das sowieso so mache. Ein Tropfen, jeden Morgen, manchmal auch zwei. Weil ich das wirklich jeden Morgen mache. Also ich creme mich ja jeden Morgen ein, putze mir jeden Morgen die Zähne. Aber manchmal in der Küche, dann sind manchmal irgendwie so Situationen, dann sind irgendwie die Kinder dabei. Und dann denke ich da nicht so dran, als wenn es im Bad ist. Also vielleicht ist das für euch auch ein Tipp, wenn ihr sagt, manchmal vergesse ich es irgendwie. Vitamin D und Glow Serum, alles von InnoNature, 10% Rabatt. Gibt es dauerhaft mit meinem Code, setze ich euch nochmal in die Infobox. Unten in der Küche habe ich natürlich das Vitamin D für die Kinder. Und da muss ich mich auch jeden Tag dran erinnern. Aber ist vielleicht auch, naja, wenn ich das denen ins Bad stelle, das können die ja noch nicht alleine. So, let's go mit dem Tag. So sieht das Ganze jetzt im Blendig aus. Blendig, Schatten. Blendig, Schatten. Let's go, ich zeige euch was. Oh, der gruselige Raum mit den Wandschränken. Es hängt tatsächlich immer noch diese uralte Lampe hier. Der André hat alles tapeziert, gestrichen, die Türen von den Wandschränken abgeschliffen
Und da drin ist jetzt alles Papierkram, Büromaterial, Bastelsachen. Es ist so schön, so viel Stauraum zu haben. Aber jetzt, tada, hier steht noch so ein Karton. Also es ist alles jetzt so hingestellt. Das ist der einzige Raum, wo wir uns für Teppich entschieden haben. Wir lieben es. Ja, und wie ihr seht, das ist jetzt Büro. Ich weiß nicht, ob das noch so stehen bleibt. Das Allerschönste ist, also hier ist ein Schreibtisch mit Fenster und hier rechts war ja die Durchreiche. Und jetzt guckt mal, was der André mir gemacht hat, damit ich auch ein Fenster habe. Ja, so könnte das mal aussehen. Jetzt ist hier alles nur so draufgeknallt. Mein Drucker steht hier unten und so, aber guck mal, ich habe hier auch ein Fenster. Hier hinter ist die Durchreiche. Das ist hier so dran befestigt, so dass die Durchreiche jetzt nicht irgendwie zugemauert ist oder weg ist. Also wenn man sie irgendwann mal wieder haben möchte, kann man die ganz einfach wieder in Kraft setzen. Von beiden Seiten ist jetzt einfach ein Bild dran. Und ich finde das so schön, dass der André das für mich ausgesucht hat, weil auf diesen Blick zu arbeiten ist ja wohl mal ein Traum. Ja, hier muss ich mir jetzt nur mich mal richtig einrichten. Und ja, ein Schränkchen will ich hier unten drunter noch haben, so ein kleines. Und das ein bisschen schön machen. Tipps wie immer her. Und jetzt müssen wir ein bisschen was schaffen. Wenn man jetzt hier vom Büro durch den Flur in das Ankleidezimmer kommt, ist auch ein bisschen was passiert. Also hier dieser wunderschöne Teppich, den liebe ich ja in Kombi mit dem Spiegel. Und Andres Kleiderschrank ist ja schon lange fertig. Aber ich hatte ja in der Wohnung so einen Einbauschrank, der jetzt hier natürlich fehlt. Und deswegen ist das jetzt hier. Also hier ist so ordentlich meine Garderobenstange. Und hier steht eine Kleiderstange und hier fehlt noch mein Schrank. Also ich bekomme so ein offenes Regal, was extra so eine Schräge hat, so ähnlich wie so ein offener Kallax und dann kommen da so Boxen rein, dann wird das hier so ein bisschen reinsortiert. Hier ist so der Stuhl, wo dann immer die Sachen drauf parken dürfen. Ja, und deswegen sieht das hier aktuell noch so aus. Sehr authentisch. Hier auf dem Stuhl befinden sich Geburtstagsgeschenke fürs Wochenende. Aber ansonsten kann ich mir den Raum einfach... Also ich fühle mich jetzt schon hier in dem Raum wohl, obwohl so ein Chaos hier hinter mir ist. Und die Lampe ist auch noch nicht dran. Also es ist wirklich... Ich bin so, so gespannt, ob überhaupt irgendwann mal so ein Gefühl kommt, wo ich sage... Ja, jetzt sind wir fertig, aber ja, weil es gibt jeden Tag, man ist jeden Tag, also ich sitze kaum, wirklich, ich setze mich so selten hin, seit wir hier angefangen haben, dass ich mir jedes Mal so denke, aber ich weiß ganz genau, dafür, dass wir jetzt erst einen Monat, anderthalb hier zugange sind, ist das schon echt viel, was wir geschafft haben bisher, ne? Und man darf sich da auch nicht zu... Das haben wir auch immer gesagt, ne? Dass wir ziehen hier auf die Baustelle und machen nach und nach. Was aber in der Küche passiert ist, das ist, glaube ich, am spannendsten. Ich habe jetzt gerade spontan gedacht, bestimmt interessiert euch das, was es zum Geburtstag gibt. Und deswegen mache ich mal so ein kleines
Unboxing. Eine Sache zeige ich euch hier nicht, weil ich habe was, ich gucke immer, dass ich irgendeine selbstgemachte Sache dabei habe. Sei es was Genähtes, was Gehäkeltes, was Gefilztes, was, ne, irgendwas Selbstgemachtes, was Gemaltes. Und ja, da gibt es was Gefilztes dieses Mal. Und ja, hier gibt es einmal einen neuen Toni. Und zwar freue ich mich richtig, richtig, richtig doll über die neuen Disney-Tonys. Wir haben schon Wish. Der Film hat mich übrigens sehr bezaubert im Kino. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, falls ihr den gesehen habt, an alle Disney-Fans. Ich fand den mega. Und es gibt jetzt Herkules und Susi und Streu. Also gibt es einmal den. Dann das schöne Gefilzte. Dann muss ich mal hier aufmachen. Verlinke ich euch natürlich. Anne, ich mache erstmal das Hauptgeschenk, weil das ist sehr speziell. Weil das wurde sich gewünscht. Aber womit mache ich das denn jetzt hier auf? Moment. Boah, ey. Ein Büro ohne Schere. Ich habe echt noch nichts. Überall ist alles Chaos. Das ist echt, kannst du keinem erzählen. Aber ich freue mich schon, euch gleich unten zu zeigen. Also es ist immer noch Ultra-Chaos, Rohbau, aber es ist fast schon ein bisschen organisierter. Boah, ich bin richtig, richtig gespannt. Total ungewöhnlich. Ich werde euch das verlinken. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendjemand von euch auch gerade für sein Kind benötigt, aber es wurde sich eine Harfe gewünscht. Wie eine Fee eine Harfe spielt. Und ich packe die jetzt gerade selbst mit euch zum ersten Mal aus. Es gibt natürlich diese riesigen Standharfen, die man so kennt. Aber für Anfänger eignet sich hervorragend so eine kleine Handharfe. Und ich fand die hier besonders schön. Und ja, hier oben stehen auch die Noten quasi drauf. Ich freue mich schon auf die Sounds, so mittel. Das Kind wird sich mega, mega freuen. Hier sind auch noch neue Seiten dabei, ein Plektrum und was zum Saubermachen und zum Stimmen. Also ich finde, das war so ein süßer Wunsch, dass ich da sofort drauf eingehen musste. Und ich habe euch ja auch schon mal in einem So erziehe ich Video gesagt, hier sind sogar ja, Songtexte drin. Also man kann das dann auch wirklich, auch wenn man keine Ahnung hat, versuchen, weil hier wirklich halt die Zahlen auch draufstehen auf den Seiten. Das ist übrigens hier vorm Fenster laut, weil wir haben immer noch die Baustelle draußen, wo die Glasfaser legen. I will walk 500 miles and I will walk 500. Das Lied ist hier drin. Liebe ich. Soll ich das mal spielen? Auf einer Harfe, ey. And I will walk 500 miles. Lalala. Alles normal hier, wie immer. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt geredet habe. Das ist so ein schöner Wunsch. Genau, ich wollte sagen, ich habe das schon mal in einem So erziehe ich Video gesagt, dass ich das total toll und wichtig finde, dass man nicht einfach so sagt, okay, du spielst Gitarre, du spielst Klavier, du gehst in den Unterricht, sondern dass man einfach gewisse einfache Instrumente zu Hause hat, dass die Kinder überhaupt auch von ganz klein auf überhaupt das erstmal in der Hand haben können, mal was Einfaches damit machen kann. Also eine, es muss ja jetzt, vielleicht hat der ein oder andere ein Klavier, das ist natürlich super, aber ich meine so kleine Geschichten, einfach eine Blockflöte, ein Keyboard, eine Harfe, eine Gitarre, von mir aus eine Ukulele. Es gibt so viele einfache Instrumente, die nicht so wahnsinnig teuer sind und man kann ja dann auch wirklich günstige für den Anfang holen, wenn man irgendwie Angst hat, dass das kaputt geht oder so. Wie gesagt, ich werde euch das verlinken, weil eine Harfe ist ein ganz besonderes Instrument, was halt auch nicht jeder spielt und wer weiß, was daraus entsteht, ne? So, hier freue ich mich selber total drauf, auf dieses Geschenk. Ich habe da richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich werde euch alles in der Infobox verlinken. Und zwar habe ich bestellt Straßenkreide, aber in flüssiger Form. Hier ist das
Licht maximal schlecht. Ich will das jetzt nicht aufmachen, sonst sieht der Karton so blöd aus. Also da drin sind 4 Töpfchen mit Deckel und die sieht halt aus wie Acryl oder so. Aber es ist im Prinzip halt nur mit Wasser vermengte Straßenkreide und die kann man dann mit Pinseln auftragen. Die Pinsel verlinke ich euch auch mit dazu. Das sind extra so dicke. Das ist so schön und ich glaube, das hat auch nur so 6-7 Euro gekostet. Das ist natürlich gut auswaschbar aus den Klamotten schon bei 30 Grad und abwaschbar auf dem Boden und wird vom Regen ausgewaschen und so. Ich finde, das ist so, so schön, gerade für so einen Sommergeburtstag, auch für den Kindergeburtstag vielleicht ein paar mehr. Was denkt ihr, was das für einen Spaß macht? Dass man mit Pinseln den Bürgersteig, den Vorgarten, die Einfahrt bemalen kann. Also ich freue mich jetzt schon mega drauf. Für die Deko werde ich euch auch verlinken. Ich habe schon 2 davon, aber ich habe mir die jetzt nochmal bestellt, weil die, das ist ein 4er-Set. Ich mache das mal auf. Das sind nämlich Girlanden aus Stoff in so total schönen Farben und ich möchte den ganzen Garten damit zuhängen. Deswegen habe ich dann jetzt 6. Ich zeige euch das mal. Das ist nämlich an der Kordel. Man kann die natürlich auch selbst machen, aber das ist so eine günstige Anschaffung. Die hat man dann halt auch sein Leben lang. Und ich finde, das passt, egal was man so macht, was für ein Motto, überhaupt was für eine Party, Erwachsenen, Kind, ganz egal. Die sind total schön und die sind halt auch so leicht transparent aus so einem, wie soll man das überhaupt nennen für den Stoff, keine Ahnung. Ja, und weil ich die 2, die ich schon habe, so liebe, habe ich mir jetzt noch dieses 4er-Set dazu bestellt und die habe ich dann in meiner Deko-Kiste und die kommen immer wieder raus. Ich habe ja früher, vielleicht die, die mich schon länger kennen, die kennen vielleicht meine Videos, was ich so früher alles an Deko gekauft habe und Ballons und ja, ich habe immer noch einen Haufen zu Hause, aber schon seit bestimmt einem Jahr sowas nicht mehr gekauft, weil ich lieber gucke, dass ich, ja, das ist echt übel, ne? Diese Luftballonbögen, die ich früher immer gemacht habe, wie viel Müll ich hinterher hatte für diesen Moment, ne? Und ich habe irgendwann gemerkt, ist vielleicht ein Ballon, ein besonderer Ballon, viel, viel mehr wert als ein Luftballonbogen mit 4 Trilliarden Ballons. Also ich bin jetzt, ich gucke immer, dass ich Deko habe, die ich immer wieder benutzen kann. Also die auch dann so zeitlos ist und wirklich zu jedem Motto passt. Wir haben ja immer ein Motto bei Kindergeburtstagen. Diesmal wird es ein Kräutergeburtstag im Garten. Ne? Also es kommen immer die lustigsten Wünsche, aber ich habe schon viele Ideen für diesen Kräutergeburtstag, was man da alles machen kann. Und jetzt weiter mit der Arbeit hier. So, wir sind ganz unten angekommen und ich zeige euch kurz, was hier passiert ist. Ich muss jetzt aber allerdings dazu sagen, ich war jetzt wirklich, habe die Kinder weggebracht und war jetzt oben. Also es ist alles wie immer ganz authentisch und guckt euch diesen Hund an. Der einfach denkt, er ist eine Katze. Da draußen ist ein Bagger und da guckt der kleine Junge immer hin. So, hier habe ich euch schon alles gezeigt. Diese Bilder hängen immer noch nicht. Diese Bilderrahmen hängen immer noch nicht. Aber ich zeige euch, warum und mit was wir die ganze Zeit beschäftigt waren und sind. Hier ist jetzt gerade stockdunkel. Habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Aber da stand hier auch noch alles, also diese komischen Schränke, die gar nicht hier hingehören. Der gehört ja auch eigentlich gar nicht dahin. Du gehörst auch eigentlich gar nicht dahin. Hier möchte ich wahrscheinlich so eine riesige weiße, ja, so einen riesigen Schrank so für Bücher und Kram und Bilder und so weiter, aber ich weiß es noch nicht. Hier steht eine Tür. Gestern sollte eigentlich der Fliesenleger kommen. Hier steht auch wirklich noch alles. Hier steht mein garstiger kalter Kaffee. Was auch so eine Sache ist, was wir in letzter Zeit ganz viel machen, was ich sonst auch nie machen würde. Wir trinken ganz viel aus Pappbechern und aus Flaschen einfach.
und Essen von Papptellern, weil es wirklich so eine heftige Arbeit ist, ständig nach oben zu gehen und in der Badewanne zu spülen. Also ich muss dann das dreckige Geschirr die Treppe nach oben tragen in einem Wäschekorb und in der Badewanne so gebeugt drüber spülen. Und das ist wirklich heftig für 5 Leute. Also es ist wirklich, meckern auf hohem Niveau. Aber es ist so und deswegen haben wir jetzt gesagt, ey, wenn wir das ab und zu mal ersetzen können, machen wir das so. Ich habe letztens einmal versucht, hier im Garten in so einem Eimer zu spülen mit dem Wasser, was wir im Gartenanschluss haben. Es ist so kalt. Ich kann es nicht. Meine Hände frieren ein. Also wie Leute das alles früher gemacht haben. Ne? Was ich jetzt gerade sagen wollte, dieser Wintergarten ist immer noch Abstellkammer und Hundeplatz und so. Da hat er einen Pappteller zerfressen. Schön, sehe ich auch gerade. Aber da ist ja immer noch, deswegen, ich habe hier auch noch nie sauber gemacht. Hier sieht es ganz furchtbar aus. Der Otto buddelt im Garten, geht dann hier rein und hier ist alles voller Fußabdrücke. Aber dieser Boden ist ja kaputt. Und wir hatten schon 2 Termine mit dem Fliesenleger. Das ist eine der wenigen Dinge, die wir nicht selber machen. Und ja, es wurde schon wieder verschoben. Jetzt kommt er wahrscheinlich genau an dem Tag, wenn dieses Video online geht. Ich bin gespannt. So, jetzt ist hier steht die Tür von der Küche. Die Küche hat ja 2 Türen. Hier seht ihr noch, wie schrecklich die Küche aussieht. Rohbau, mein Mülleimer ist ein Sack, der hier an der Wand hängt. Wir gehen aber mal von der anderen Seite rein. Lassen Sie mich in Ruhe. So, ich kann leider kein Licht anmachen, weil wir noch keins haben. Aber aufmerksame Augen, wir haben einen Boden. Wir haben ganz, ganz lange überlegt, nehmen wir so alte Fliesen oder das oder retten wir den Boden darunter. Und das war alles, wir haben uns im Endeffekt für diesen Laminat entschieden. Das ist der hier. Fragt mich also bitte nicht. Und diese Lampe, die hing hier halt schon drin und ich finde die total toll. Die ist, glaube ich, handbemalt und echt was Besonderes. Und jetzt sieht das hier mit diesem riesigen Ungetüm so blöd aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Endeffekt passt. Mal gucken, ob ich mit dem André da durchgucke. So, jetzt zieht euch mal diese ekelhafte Ecke hier rein. Hier ist alles aufgebohrt worden, damit hier die Küche und die Steckdosen hin kann. Dieses Riesengerät ist unser neuer Kühlschrank, nur steht er jetzt mitten im Raum. Seht ihr da hinten? Da kann man so durch. Und das sieht so furchtbar aus. Da oben ist der Thermomix und hier koche ich tatsächlich. Und hier seht ihr auch bestelltes Essen drin von gestern. Also ja. Ich muss auch die Schattenseiten dieses Umzugs mit festhalten immer, weil ja, es ist echt heftig. Das Krasse ist, dass wir halt hier, wie ihr seht, noch keinen Lichtschalter haben und ich deswegen hier auch, wenn es mal dunkel ist, was nicht so oft vorkommt, weil morgens ist es ja schon hell, abends ist es hell. Es ist also wirklich die perfekte Jahreszeit dafür, in so vielen Hinsichten gerade diese Zeit zu erleben. Ne? Dass man viel draußen sein kann, dass man viel draußen isst und grillt, alles ist immer schön hell, es ist nicht kalt, also wirklich Bombe. Aber wenn ich hier mal im Dunkeln kochen sollte, dann geht nur das Licht aus dem Flur oder eine Kerze. Ja, aber so sieht es jetzt tatsächlich aus. Hier habe ich unser ganzes Geschirr drin, Besteck. Hier koche ich, da muss ich mir meinen Kaffee machen. Hier habe ich so Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen. Und jetzt habe ich endlich einen Kühlschrank. Ich finde das ganz grausam, wie der jetzt hier gerade aussieht. Aber wir haben eine ganz helle Küche mit einem schwarzen Spülbecken und ich hoffe, dass ich dann glücklich bin mit diesem Kühlschrank. Ja, aktuell kommt er mir einfach wie ein riesen Ungetüm vor, aber ich liebe den. Also es ist tatsächlich ein Kühlschrank. Ich kann euch das ja gleich mal zeigen. Oder nee, machen wir beim nächsten Mal, nicht alles in einem Video. Da kommen nämlich Wasser raus, Eiswürfel, Crushed Eis. Ich mache mir jetzt immer Eiskaffee und dann halte ich das da drunter. Es ist wirklich absoluter Luxus. Die linke Seite ist komplett Eisfach. Also einmal hier sind ja auch ganz viele Sachen gerade drin, die ich sonst eigentlich
eher nicht so habe, so Fertiggerichte. Das ist alles Obst, Fleisch. Hier sowas habe ich zum Beispiel auch, ich glaube, wirklich noch nie gekauft. Weil wir haben einen Geburtstag und ich habe keinen Backofen. Und natürlich backt meine Schwester und meine Mutter und so weiter. Aber ich habe mir einfach gedacht, wisst ihr was? Koppenrad und Wiese, ganze Kollektion einmal mitgenommen und fertig. Auch hier zu dem Thema, ob meine Kinder Zucker und Eis dürfen. Da haben wir gar nicht, ne? Hier ist Gemüse und auch nochmal Obst drin. Hier ist der Otto drin. Immer wenn ich mit der Kamera filme, denkt er, glaube ich, ich rede mit ihm, ne? Sag mal, könntest du mal irgendwie meine Steuererklärung machen oder sowas? Irgendwas Sinnvolles? Und der Kühlschrank sieht aktuell so aus. Nicht so spannend, was da gerade so drin ist. Weil, ja, wie gesagt, ich kann hier nicht viel reißen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, hier geht es dann weiter, wie krass ich mich auf meinen Backofen freue. Dieser Backofen, ne? Also, mir ist jetzt gerade kalt. Ey, was ist das überhaupt hier? Das ist eigentlich schon nicht Sommer. Dieses Haus ist generell, wir müssen uns da richtig dran gewöhnen, es ist kälter. Also der Sommer ist ja noch nicht da und gefühlt macht der Frühling auch ein paar Tage immer Pause zwischendurch. Es ist viel kälter als in der Wohnung. Ich wollte aber kurz sagen, genau, mit dem Backofen. Es ist unfassbar, wie sehr mir das fehlt, dass ich manchmal echt fast weinen könnte, weil ich jetzt ja einfach 2 Monate fast kein Brot gebacken habe, keinen Kuchen gebacken habe. Alleine auch nur jetzt gerade in so einer Baustellensituation denkt man auch voll oft, ach, machst du halt eine Pizza in den Ofen. Ach, ich habe ja gar keinen Ofen. So, ne? Was das also wirklich ein Backofen und ein Kühlschrank für einen Luxus bedeutet. Ich habe jetzt übrigens, weil wir doch diesen riesigen Kühlschrank genommen haben, mit dem großen Eisfach habe ich jetzt die Eistruhe im Keller wieder aufgetaut, weil das ja auch groß genug ist. Und jetzt überlegen wir, ob wir das zusätzlich behalten oder ob wir die doch wieder verkaufen. Weil, weiß ich nicht. Ja, für Vorräte und Eingekochtes und so, ich weiß es nicht. Mal gucken. Weil die beiden die ganze Zeit am Strom zu haben, ist ja auch nicht so günstig. Egal. Ganz uninteressant. Ich werde es sowas von zu schätzen wissen. Noch mehr. Wenn ich irgendwann die nächsten Wochen eine Küche habe und backen kann. Also wirklich. Jetzt auch gerade mit dem Geburtstag und so. Aber ich habe jetzt echt versucht, mich zu erden, weil das ist einfach auch nichts Überlebenswichtiges, ne? Aber ich kann euch sagen, an alle, ihr, die einen Backofen habt, genießt es. Das ist richtig toll. Auch dieser Campingkocher da, ne? Meine Güte, der geht immer aus, weil, keine Ahnung, ich denke mal, da ist eine Sicherung drin, dass nicht der Campingplatz abfackelt oder so. Wenn du Nudeln in so einem riesen Topf kochen willst, dann musst du immer wieder anmachen, weil der zwischendurch ausgeht. Vielleicht ist er auch kaputt, ich habe keine Ahnung. Was ich sagen wollte, hier ist es kälter als in der Wohnung. Ich merke das immer abends und morgens, weil wir das natürlich, wir waren das gewohnt in der Wohnung. Wir waren quasi in der Mitte, ne? Oben und über uns war jemand, unter uns war jemand, links war jemand, rechts war jemand. Wir waren wie so eingekesselt und schön kuschelig warm, ohne dass man viel heizen musste. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Und hier sind wir so alleine. Wir haben zu einer Seite jemanden. Aber der mir manchmal ziemlich leid tut, weil wir sind sehr laut. Also die Kinder sind wirklich sehr laut. Ich denke mir immer bei den neuen Nachbarn, boah, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Dann schäme ich mich immer morgens, wenn ich hier rauskomme mit meinem Kaffee. So, hallo, ja, ja, bei uns ist alles in Ordnung. Das ist ganz normal, die Geräusche. Okay, ciao. Also ehrlich, egal ob positive oder negative Geräusche, also egal welche Stimmung meine Kinder haben, die sind super laut, aber vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf. Hier sind so viele Kinder und ich höre so viele Kinder zwischendurch auch mal, die nicht mir gehören, die hier schreien oder sonst irgendwas machen, aber es ist normal, es ist normal, es ist nur eine Phase. Was noch anders ist als in der Wohnung, was ich wirklich unterschätzt habe und ich werde darüber nicht meckern, weil ich habe mir das so lange gewünscht, es ist nur eine Feststellung, aber für alle, die auch ein Haus haben mit mehreren Etagen,
die werden mir da bestimmt zustimmen können oder vielleicht wohnt ihr schon immer da und wisst gar nicht den Unterschied. Also es ist wirklich natürlich purer Luxus, endlich diesen Platz zu haben, endlich diesen Stauraum zu haben. Aber es ist ein sehr, sehr viel größerer Aufwand, dieses Haus hier sauber zu halten. Jetzt ist es natürlich, sorry für die Geräusche, hier fährt die ganze Zeit ein Bagger von links nach rechts. Die bohren den ganzen Bürgersteig auf, seit Tagen wegen diesen Glasfaser-Internetkabeln. Was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung, jetzt bin ich raus. Ja, ihr wisst schon. Genau, es ist natürlich jetzt auch nochmal eine Extremsituation wegen Baustelle. Es wird immer nochmal hier und da was gebohrt, geschliffen. Die Küche, der Rohbau, hier ist sehr viel mehr Staub. Auch die Kinder sind sehr viel mehr draußen. Ich bringe immer wieder Erde mit ins Haus. Und das ist, glaube ich, sowieso in einem Haus, wo die Kinder viel draußen sind, mit Garten ein bisschen anders. Weil bei uns ist man vorher noch durchs Treppenhaus gegangen. Und dann hat man da die Schuhe ausgezogen. Hier geht man direkt ins Haus und man ist so drin. Ne? Dann die Treppe sauber zu halten, gerade auch mit diesen Treppenteppichen. Also ich muss eigentlich jeden zweiten Tag die komplette Treppe von oben nach unten staubsaugen. Obwohl der Otto, wir haben das übrigens hier in dem Haus so geregelt, dass der Otto sich tatsächlich nur unten aufhalten darf. Mir ist das am Anfang extrem schwer gefallen in der Nacht, weil ich das gewohnt bin, dass der bei uns schläft an der Seite vom Bett. Und das tat mir auch total leid, aber es ist wirklich die beste Entscheidung. Wir haben natürlich alle Türen offen und der Otto schläft hier unten vor der Treppe direkt und ist wie unser Wachhund. Also zwischen hier Haustür und Treppe, und ich habe auch immer das Plissé so ein bisschen oben an seiner Lieblingsfensterbank, dass der auch nachts rausgucken kann. Also morgens liegt der meistens in seinem Körbchen vor der Treppe oder auf der Fensterbank und guckt schon raus und freut sich. Der hat aber auch wirklich nichts gesagt. Also ich habe wirklich am Anfang gedacht, er weint vielleicht. Wir haben das aus zwei verschiedenen Gründen gemacht. Erstens wollen wir nicht, dass seine seine Knochen so kaputt gehen, also seine Gelenke, dass der so viel Treppen läuft. Und zweitens ist das wirklich ein Hund, also ich habe das echt unterschätzt mit den Hundehaaren. Es ist absolut nicht schlimm und auch meckern auf hohem Niveau und ich liebe ihn über alles und ich werde ihn nicht rasieren. Aber seit wir den hier unten haben und nicht mehr in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer, ist es so ein Segen, dass wir halt nicht mehr die Hundehaare in den Klamotten so viel haben. Wisst ihr, wir haben jetzt die Hundehaare auf einer Etage und es ist ja ungefähr genauso viel Platz auf der unteren Etage, wie wir sonst in der Wohnung hatten. Ne? Und er darf immer in den Wintergarten. Er hat jederzeit Zugang zum Garten nach hinten. Und wenn er im Vorgarten darf, ist für ihn das Allergrößte, weil er dann jedem am Zaun Hallo sagt. Also es ist auf jeden Fall für ihn auch ein viel tolleres Leben. Wir sind viel schneller und viel öfter im Wald und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das so, probieren das erstmal aus, es ist viel besser. Und trotzdem habe ich auch Hundehaare ganz oben auf der Treppe, weil man die natürlich mit rumschleppt. Ne? Dann habe ich auch schon mal angesprochen, dieses Hoch- und Runterlaufen. Es wird jetzt schon besser. Ich habe jetzt schon mehr Oberschenkel- und Arschbackenmuskeln. Aber mir brennt immer noch manchmal der Hintern, wenn ich von ganz unten nach ganz oben laufe. Bei jedem Gang denke ich nach, was nehme ich mit hoch. Bei jedem Gang von oben nach unten denke ich nach, was nehme ich mit runter. Also ich gehe nie normal mit freien Händen die Treppe hoch oder runter. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann noch legt, aber ich glaube nicht. Er hat mir auf jeden Fall den Tipp mit dem Treppenkörbchen gegeben. Was ich jetzt auch gerade noch überlege, schreibt mir auch mal unbedingt eure Tipps in die Kommentare. Vielleicht mache ich selber irgendwann mal ein Video darüber, wenn ich mich so eingegroovt habe. Aber was sind noch so Tipps und Tricks, wie hält man ein großes Haus sauber? Ich habe ganz früher, gab es mal so eine Sendung, das war wie die Supernanny, nur mit Putzen. Da kam so eine lustige Frau mit einer Brille und die hat bei den Leuten geputzt und die hatte immer ein Putzkörbchen. Und ich habe erst überlegt, habe ich auf jeder Etage, ich habe eigentlich den Platz dafür, habe ich auf jeder Etage ein Fach, wo ich Putzmittel habe, oder mache ich mir ein Putzkörbchen? Und ich glaube, ein Putzkörbchen macht mehr Sinn. Ich kann es nämlich nicht haben, wenn man mal hier was hat, mal da was hat. Putzmittel kommt zu Putzmittel. Und ne, dann hier und da war, da bin ich zu sehr Monk für. Ich glaube, ich mache mir ein Putzkörbchen, was ich dann von erst nach oben, dann mache ich da das sauber dann, und dann nehme ich das immer so mit, wisst ihr, wo dann alles drin ist. Erzählt mir mal, wie ihr das macht. Eure Tipps an mich, wie halte ich das hier sauber?
Am schlimmsten für mich, auch schon in der Wohnung gewesen, sind Fenster. Ich habe noch nie die Fenster hier gezählt. Es sind unfassbar viele. Ich hasse Fensterputzen. Und ich überlege, ob ich mir irgend so ein Gerät zulege. Schreibt mir doch da bitte auch mal eure Tipps in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas habt, zum Beispiel so ein von Kärcher, irgendwie so ein Gerät oder so, womit kriege ich meine Fenster am einfachsten streifenfrei sauber? Mit welchem Gerät? Boah, jetzt machen wir richtig Palaver. Ich schließe jetzt auch mal das Video ab. Denkt an meinen InnoNature-Code. Ich setze den euch nochmal in die Infobox. Die haben nämlich auch gerade richtig coole Angebote mit dem Vitamin D3 für euch und für die Kinder, auch im Sommer besonders. Und das Glow-Serum, was ich euch sehr empfehlen kann. Ich glaube, ich mache mir auch jetzt gleich nochmal einen Shake. Ein Gerstengras-Mix oder ein Happy Berry, habe ich richtig Lust. Ein Happy Berry mit kalter Milch und Crushed Eis mache ich mir jetzt. Ha, mich selber auf eine Idee gebracht. Denkt dran, denkt an eure Gesundheit. Mir fällt das hier immer mehr auf, weil ich auch gerade gesagt habe, ich, ne, jetzt gerade sitze ich mal, aber arbeite auch irgendwie so ein bisschen, auch wenn ich darf das als Arbeit bezeichnen, aber wirklich, ich bin seit 1,5 Monaten nur straight on unterwegs. Wisst ihr, was auch richtig krass ist? Wir feiern hier einen Kindergeburtstag, ne? Ohne Küche. Mit 10 Kindern. Ich hoffe so sehr, dass das Wetter an dem Tag mitmacht, dass wir dann in den Wald können und in den Garten. Aber ansonsten habe ich 10 Kinder hier in dieser Bude. Ich freue mich drauf, weil das Kind möchte natürlich auch seinen Freunden das neue Zimmer zeigen und so. Aber es wird auch speziell ohne Küche. Egal. HDGDL. Schreibt mir unbedingt was in die Kommentare, eure Tipps. Und ja, wie gesagt, die Geschenke sind auch verlinkt, falls ihr euch für irgendeinen Teil davon interessiert. Ich meine, die flüssige Kreide, die ist ja für jeden was, ne? Die kann man ja auch mitnehmen auf den Spielplatz oder sonst was. Und ja, diesen Kanal zu abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Ciao!